Grenzen und die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation. Betraden. Was ist denn betraden? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich hab vergessen. Was? Hallo an die Zuschauer. Du kannst das System nicht betraden. Du kannst es einfach nicht verhandeln. Meine schöne Aufnahme. Wir werden jetzt die Leute einfach ja, man kann das System nicht verhandeln. Betraden, nicht betraden. Betraden, Junge. Und jetzt könnt ihr wieder kommen. Raiden. Was? Betraden, ne? Du hättest auch einfach eine Dings hinten dran empfehlen können. Na gut, egal. Ich muss ziehen, also da. Gut, dass ich keine Zahl gedrückt habe. Ja. Manu, ich glaube, Lu sollte am besten manuell ziehen. Ja. Aber selbst das kriegt er ja nicht hin. Schade, dass man hier nicht irgendwie so hinbekommt, dass die automatisch wieder weglegen, wenn du irgendwie auf eine zeigst oder so. Das wäre besser für ihn, glaube ich. Dass glaub, die Maus das gar nicht dahin geht. Ja, genau. Er bräuchte einfach so eine Tastatur mit 5 Tasten und jede Taste. So, Alter, wenn der jetzt eine rote kommt, tut mir leid. Fuck, er hat sich schon entschuldigt, bevor ich sie gelegt habe. Da kannst du dir denken, was ich auf der Hand hatte. Wenn du jetzt sagst, dass du die blaue Auster dir weggelegt hast. Lidl, ne? Du kannst Andi gucken. Das bringt ja nichts. Was ich bin halt jetzt Fascho ohne Ende. Gucken. Ich habe halt von Andi 2 reinbekommen und ich habe jetzt Lu 2 reingegeben, weil ich halt 3 rote gezogen habe. Also ich würde Andi gucken, aber ist dann. Andi, dann gib her. Aber ja, du bist halt nur glaubwürdig bisher. Kannst du sie ruhig nehmen? Ja, Andi muss sie mal kurz in seine Zone. In seine, ich sehe die immer noch nicht. In deiner Zone ist sie drin. Ja, ich sehe sie hier ungefähr. Der kommt davon, wenn man so eine große Zone macht. Hier ungefähr. Okay, okay, drück mal alle F. Hier. Nein, das war mein. Ich hab, glaube ich, gerade. Warte mal, hier. Ist die hier? Hier ist sie. Ich sehe sie nicht. Die Suche nach der Karte. Jetzt ist die Frage, wie rum ist sie gerade? Das ist richtig. Wir dürfen sie auf keinen Fall rausziehen. Moment, kann ich nicht eine Hidden darüber machen und bissel seine wieder weg? Ja, warte, ich drehe meine Karten um. Moment, ja? Aber du weißt ja nicht, ich muss mal ganz kurz dann. Das ist eine Hidden Zone. Achso, ja, stimmt. Ja, nicht auf die Hidden Zone drücken, ne? Mach einfach komplett. Mach hier. Alles. Ja. Wow, mach halt über meinen drüber. Ja, so. Muss ja. Nee, du kannst ja hier jetzt wegmachen. Ja, das, so, bisschen ja. Muss jetzt wegmachen. Und. Aber was bringt das jetzt? Ja, dass du die Karte siehst. Jetzt mir die nochmal geben. Du musst jetzt erstmal deine. Aber wenn sie in deiner Hand ist, dann siehst du sie. Ja, mach weg das jetzt. Okay. Mach weg das. Ja, ich muss jetzt auswählen, so. Mach weg das, Bagdad. Ist jetzt meiner noch da? Mach mit. Ja. Ah, Bagdad, Alter. Ist unglaublich. Also habe ich kein Praktikum beim Bäcker gemacht. Ja? Wegen Bagdad, verstehst du? Warte ich für mich. Brüller. Ganz einfach aus dem Grund, dass mir eh keiner glaubt. Darum behalte ich erstmal für mich. Wirst du eh nie so. Oh, ich hasse solche Moves. Das ist das Schlimmste, was du hättest machen können. Das ist wohl. Das heißt aber, das ist meine Spielweise. Warum ja, Bissel weiß, was ich bin. Und richtig. Egal, was er über mich sagt, ihr wisst, ihr könnt damit eh nichts anfangen. Das, Andi, also disqualifiziert er dich. Bissel verhindert damit, Bissel verhindert euch zu manipulieren. Ja, so manipuliert also, er uns trotzdem. Also, verrät jetzt nicht, was du bist. Für mich hat er dich mal in den Pott gezogen, ganz einfach. Was für ein Schwachsinn. Nein. Lass die doch einfach machen, wie sie wollen. Du? Ja, ich weiß, was er ist. Reihe. Und ihr nicht. Egal, was er sagt, es bringt euch doch nichts. So, damit ich jetzt ja auch kein Nein bekomme, will ich auch brav sein. Ja. Vollkommen richtig. So wie ist das? Da wird mir einfach der Präsident abgenommen. Unglaublich. Völlig zu Recht. Ich kenne Kazuya. Ja, und Spaß, Alter. Da kriege ich halt direkt mal 2 Rote von dem einen. Oh, da war ja noch gar keine draußen bei ihm. Und wenn du jetzt nicht die Bau legt, ja? Na, jetzt auf eine Ruhe. Dann haben wir ein Problem. Das Game eh schon durch, ja. Wenn ihr jetzt nicht gleich 2 blau liegen, dann ist aber echt vorbei. Ja, da freust du dich doch drüber mit Andi. Ich bin einfach reinlegen. Ich bin Schwachsinn. Allein weil Andi schon wieder so gehässig ist, ne? Ja, weil ich die nicht. Wenn Andi mein Fascho-Kollege ist. Weil ich. Ah, nee, ich hab 2 rote bekommen. Ich hab 2 rote bekommen. Ich hab 2 rote gezogen, richtig, Lu? Ja. Ja. Was? Also, du hast dahinter. Moment. Lu ist warte mal. Safe Fascho. Ja, Andi, wenn du dich dran erinnerst, wir hatten diese Situation schon mal. Ja, aber ne? Das glaube ich trotzdem nicht. Glaube ich trotzdem nicht. Okay, Moment. Wie willst du dann glauben? Dann möchte ich das ganz gerne auflösen, weil Andi wird betradet haben. Andi ist nämlich Fascho. Was? Das ist eine Lüge. Ich hab Bissel vertraut. Okay, vertraut Bissel nicht. Ich hab Bissel vertraut. Mach auf einmal. Ja, aber doch einfach keinen Scheiß. Du hast hundertprozentig gelogen. Du hast die blaue weggeschmissen. Das ist eine Lüge.
bin liberal. Also wenn und ich Leute jetzt vertraut Bissel nicht. Hey, ich verstehe jetzt deine Taktik. Das würde ich nicht sagen, dass sie nicht in einem Team sind. Vertraut Bissel nicht. Ich verstehe. Das ist eine, jetzt, diese Kampftaktik ist ja nicht. Das ist halt schon wieder unglaublich. Hey, Bissel, woher weißt du das und was willst du damit bezwecken? Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Was ich damit bezwecken will, ich habe ja seine Karte gesehen. Ja, ja, die ja ich weiß. Und ich weiß, dass gesehen, er Fascho ist. Nein, vertraut. Ich weiß, dass halt Safe Fascho ist. So. Und da du jetzt an, ich vertraue da jetzt einfach mal auf deine Aussage, dass du 3 gezogen hast und ich habe 3 gezogen. So. Und er hat angeblich auch 3 gezogen. Dann hat er angeblich eine einzige blaue Erste geworfen. Das ist wie, als wenn Andi... Das glaube ich euch eh nicht. Selbst dann wären das zu viele Rote. Bitte vertraut Bissel nicht. Die Chance ist genauso hoch in der Erste. Jetzt kriegst du echt schon wieder in den Arsch. Immer noch das Bissel. Ja, das ist wieder der Arschkriecher, ey. Nein! Weil endlich das Gefühl hab, Rico sagt dir überhaupt nichts. Ja, Rico hat doch keine Ahnung von dem Spiel. Was soll ich da machen? Ich hab doch noch nichts gemacht. Weil ich bei End weiß, dass er Ahnung von der Spielweise hat, wie man das Spiel spielt. Ach, und du denkst doch, dass er liberal ist. Das hat dann damit nichts Nein, zu tun. Nein, ich sag End. Also, das hättest du jetzt nicht gesagt, vertrau nicht Bissel. Ey, ganz ehrlich. Von der Stadt zu sagen, Rico, denkst du eigentlich, sag mal, Rico, hast du irgendwas? Nee, ich hab nichts gegen dich. Ich wette gegen Andi. Nach der Runde mal 5 Minuten zusammensetzen, ey. Ich find's aber bezeichnet, dass Andi halt wirklich nicht sagt, vertraut nicht Bissel, sondern sagt End. Du, ich hab schon gesagt, vertraut. Wie oft nicht. Hab ich schon jetzt nee, schon entvertraut Bissel? Er hat gesagt, entvertraut nicht Nein, Bissel. Er hat erst gesagt, ich glaub, vertraut Bissel. Ich glaube, ich hab ganz oft geschrien, vertraut Bissel nicht. Ja, und ja, aber ich glaube, du hast zuerst rumdiskutiert. Aber Nico, jetzt um das mal. Ich glaube, ich hab noch das beides gegen dich. Ich weiß auch nicht, was du bist. Ist mir auch jetzt gerade erstmal egal. Aber Andi. Ja. Sprichst du schon wieder so in den Arsch? Ja, ich weiß, aber da kann ich nicht Gott, so... Oh, warte, ich muss meine Jagd haben. Rico, du musst das so sehen. Es ist nun mal so, dass jeder weiß, dass ich einfach die meiste Ahnung hier habe. Sorry, aber... das würde ich jetzt mal wieder musste. Nicht sagen, ne? Ja. Ja. Rico, du könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer hier am meisten Ahnung. Du bist ja meinen, dass man jemanden nicht erschießen sollte an bestimmten Stellen, wo da die Faschos mit hoher Wahrscheinlichkeit gewonnen haben. Also für mich ist Lou... Ja, wir verlieren wahrscheinlich jetzt die Runde, aber... Lou darf einen Präsidenten wählen. Ist das deine Wahl, Lou? Ach ja, stimmt. Hä, ich hab das gar nicht. Das habe ich automatisch gemacht, weil ich das vercheckt habe. So, kein Kampf. Ich glaube halt immer noch, dass an. Ja, das ist korrekt. Nee, das hat er ist doch egal. Das hat wenn ihr denkt, dass ich Fascho bin, kann ich ja irgendjemanden wählen und er wählt sowieso nein. Ja, natürlich wählen wir mit. Da kann ich auch Bissel. Ich glaube aber ehrlich gesagt immer noch, dass Andi und Bissel das sind. Weil das sagt überhaupt nichts aus, wenn ich den nehme, der davor dran war. Das Wurscht, bitteschön. Und den. Hast du nochmal die letzte Chance auch mit nein wählen. Ja, ist also gut. Ich glaube irgendwie immer noch, dass Bissel und Andi da zusammen sind. Just for the lulz, ey. Ja, weil es Streit anfangen hilft zur Not immer. Ja. So, jetzt kriegst du dann Ja, oder es ist einfach die Wahrheit. Ich bin jetzt ja, auf jeden Nein, Fall. Ja. Ich? Ja. Wen soll ich nehmen? Wähle. Nicht in der Don't, ne? Wie fast der Christoph nehmen, weil der bist ja wirklich nur gar nicht. Don't track this distance. Ja, ich würde. Ja, jetzt gehe ich jetzt nach dem. Ja, ja musst bleibt du. Ja so viel nicht anderes übrig eigentlich. Richtig. Ne? Boah, ihr lasst euch jetzt echt von dir. Ich, was also soll ich aber bitte ich, lasst doch bitte nicht eure Entscheidung, wenn ihr jetzt wählt von diesem dummen Gesabbel hier. Ja, aber ich habe sonst keinen Anhaltspunkt. Die Alternative die rechte ist, Hälfte kann ich nicht. Oder dich. Die rechte Hälfte kann ich nicht nehmen. Und was spricht bisher gegen mich? Die nichts, aber spricht kann nicht. Fall ja, das also dann wähle mich doch einfach. Sein, so gut. Dass du Hitler bist. Ja, das spricht aber auch gegen die anderen beiden. Ja, das spricht aktuell gegen alle. Im Endeffekt ist das ähnlich. Dann nehme ich jetzt einfach Christoph, weil er nichts sagt. Ja. Er ist Hitler. Und dann ist wahrscheinlich. Ich hätte Rico genommen. Ja, wir müssen jetzt. Ich hätte Rico nicht genommen. Warum nicht? Ich habe auch noch nichts gemacht. Deswegen. Aber. Das ist auch nicht in der Reihe Ende. Ich wäre in der Reihe gewesen nach Zeit. Ja, aber Christoph nicht. Nee, Christoph nicht. Ja, dann wäre ich jetzt End. Ja, dann überspringen wir das einfach mal. Du musst es ja jetzt. Du bist nicht Hitler. Nice. Das ist ja. Boah, bitte gib ihm jetzt eine blaue, Alter, sonst kannst du ihn ja erschießen. Oder ich habe 3 rote gezogen. Nein, das würde ich dir niemals glauben. So viele dreimal rot hintereinander, das geht nicht. Ja, das geht rechnerisch nicht. Das ist rechnerisch nicht möglich, eben. Ja. Also jetzt muss definitiv die erste blaue kommen. Also wenn jetzt keine blaue kommt, dann, ne, Leute. Ja, die ist jetzt hier gleich aber Rappel im Karton. Rappel im Karton. Rappel im Karton. Dong, 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 dong. Der Song ist voll cool. Wenn jetzt eine rote kommt, Alter, dann gehe ich AFK. Dann ist er. Dann begehe ich AFK. Ja. Ja, endlich. Lange ich hatte aber 2 blaue tatsächlich gezogen, aber ich wollte nicht auf safe gehen, weil ich mir dachte, dann habe ich wenigstens vom Fascho weg, wenn ich ihn knallen kann. Bei so vielen Karten wäre ich 100% auf safe gegangen. Ne, finde der ist doch genauso gut eine blaue auch weg am Ende. Ich fand halt so, ja, dann hätte wenigstens vom Fascho ausschieden. Blaue auf den Tisch. Dann ja, dann hätte er ja, aber dann hätte er weg. Da wäre einer von euch auf den Fascho weg.
Es ist immer schlauer, ihm nicht die Wahl zu geben, wenn du liberal bist, und ihm blaue geben. Ja, aber ich finde immer noch besser safe Fascho weg, persönlich als safe ein Liberal. Aber ich hätte jetzt hier auch zwei blaue gelegt, ehrlich gesagt. Ja, aber gut. Egal, ich bin... Ist jetzt egal, so ist ja... Das Problem ist, ich kann Seidel nicht egal. Wählen, ne? Nee, oder kann ich nicht Präsident. Wählen? Nee, scheiße. Ich war das heißt... Ja, okay, ich kann Rico wählen. Hallo, Rico oder Lou. Ja, das ist... Ich kann aus meinem inneren Herzen einfach Rico wählen. Inneres Herzen, willst du mich verarschen? Er ist jetzt Masto einfach. Ja, komm, Rico. End, Moment, warte mal kurz. Wenn schon wieder? Wenn du liberal... Ja, weil ich was... was denn? Weil ich erklären will. Ist doch alles okay. Ich weiß, dass er mir einen Arsch kriegt. Ja, ich muss Merlin jetzt auch... Geh davon aus, Merlin ist liberal... Ja, das Chillo ist liberal. Ja, und ich bin liberal. Und du bist liberal. Also bin ich wohl so, das sind drei Liberale. Ist nur noch ein Liberaler am Tisch. Ja, und der aber wenn ich Glück hab, ziehe ich eine blaue und eine rote. Wenn der eine rote liegt, ist er weg. Das weißt du selber. Hitler. Ja, okay, aber da kann jeder Hitler hier sein. Ja, aber ich glaube zum Beispiel nicht, ich glaube zum Beispiel nicht, dass Bissel Hitler ist. Ja, gut. Zum Beispiel. Deshalb würde ich Bissel. Ich glaube, Bissel ist Hitler und Anni ist Fascho. Was? Weil das du das, nein, ich glaube, so lange das Anni mich jetzt in die Scheiße reiten will. Ich vertraue auf Rico, entweder ist Rico. Ihr wollt euch ja schon die ganze Zeit. Game over, mein Gott. Sorry, auf mich hört ihr eh kein Schwein. Das ist richtig. Das ist wahrscheinlich auch richtig so. Also, wir müssen, das ist. Ich fänd's einfach nur lustig, wenn es am Ende aufgelöst wird. Ich bin mir irgendwie sicher, dass ihr beiden zusammenhängt. Ja, komm. Bist du Adi? Nein. Nice. Okay. Dann hoffe ich einfach mal, dass du auch ein fucking Liberal bist. Sonst wir hätten rein theoretisch auch eine Nein-Runde machen können, dann hätte ich dich als Kanzler wählen können. Nein. Nee. Na doch. Doch, stimmt. Ich hätte End als Kanzler wählen können. Ja, kommst du damit stimmt. Jetzt? Das können wir ja beim nächsten Mal machen. Das ist mir nämlich gerade jetzt eingefallen. Dann lass uns das gleich machen. Nee, jetzt kannst du nicht mehr. Ja, jetzt geht's nicht mehr, aber jetzt bist du Präsident. Aber jetzt kann ich, ja gut, aber... Weil ich weiß jetzt, Emilia ist free so again. Dumm und lässt sich nicht töten. Du hast mir zwei Rote untergejubelt. Ich hatte die Wahl. Das gut, heißt aber gar nichts, weil er wüsste, er würde sterben, kann er immer noch Fascho sein, ne? Eben. Und zwei Blaue ist auch noch relativ safe. Ja, eben. Ja, genau. Fascho. Also nichts gegen Rico, aber... Nö, alles okay, ich verstehe das. Jetzt, du kannst doch jetzt Seidel, genau. Ja. Das ist aber ich bin zumindest schon mal nicht Hitler. Nee, das ist gut. Weil wir jetzt in dieser Vierer- Weil wir bisher dafür gesorgt haben, dass hier die Blaue... Aber Seidel könnte Hitler sein. Er geht aber eins bei euch nicht auf, ne? Was geht bei uns denn nicht auf? Ihr seid vier. Wir sind drei. Eins, zwei, drei. Ja. Ihr spielt aber noch mit Rico. Ja, aber der war gerade eher so ein Rico, ja, Rico mit mir wird Chef gespielt. Ich war jetzt nur gerade hier das Übergangsprojekt. Ihr könnt Hitler sein. Eben. Ja, ist jetzt... Ja, ihr könnt jeder Hitler sein. Dann ist vorbei, oder? Ich bin immer noch, dass halt bisschen so. Hitler ist. Aber ohne, also ohne, dass ich jetzt safe sage. Ohne, dass ich safe sage. Ja, ich glaube es halt einfach nur. Hitler? Nein. Wunderbar. Dann macht ihr mal hier so eine... Ein Kärtchen. Das sind nur noch zwei Karten. Wunderbar. Dann gib ihm jetzt am besten wirklich eine... Zwei Warum blaue. Jetzt nicht zwei rote? Ansonsten, gib ihm zwei blaue. Christoph, ne? Also, weißt du ja selber, dann schieß ihn weg. Nee, dann schieß ich lieber jemand anderen ab. Wieso? Nein, das war ein Witz. Ja. So. Ach so. Ja, dann schieß ich mal ins Blaue. Mal gucken. Quescher ist... Kommt schon länger vor. Ich hoffe einfach... Ja, ich hatte zwei rote. Das wäre jetzt echt... Scheiße. Wollen wir mal gucken. Bitte eine blaue, Alter. Ich habe zwei rote bekommen. Ich hatte drei rote. Okay. Jetzt ist so, die... Und jetzt? Das ist problematisch. Also im Endeffekt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir ballern Andi weg oder wir ballern Bissl weg. Also wenn ihr mich wegballert, habt ihr einen Liberalen verloren und die Faschos beherrschen das oder, Spiel. Oder die andere Sache ist, Lou ist für mich bisher auch in der Fascho-Ecke, ne? Aber halt nicht so... Ja, aber der bekriegt sich mit keinem. Bitte? Ja, aber der bekriegt sich mit keinem. Bei Bissl und bei Andi wissen wir, dass sie nicht in einer Partei sind. Ja. Nee, mehr da wäre ich mir immer noch nicht so sicher. Die Partei, ich glaube das nicht. Das haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Finde ich nicht so schlecht. Weil Andi das einfach wieder vercheckt. Ja, Christoph, das ist jetzt... Das ist dein Lucky Shot. Also Christoph erschießt Bissl. Er schießt Andi. Warte mal. Mich. Warte, Lu. Lass doch mal von jedem hier na, so ein bisschen... Lu, was glaubst du denn mehr von den beiden? Ich glaube, Andi ist es. Dann Bissl. Dann ist klar Bissl. Wegballern. Genau, weil Lu okay, tendenziell Fascho ist. Lu hat dafür gesorgt, dass er drei Rote liegen und das war die Runde, wo ich würde ich habe eine von den anderen Leuten hören, wer was. Endlich, hör mir zu, Andi muss gelogen haben. Nein. Wenn Lu nicht gelogen hat. Ja, aber ich glaube, dass Lou lügt.
Ja, es hätte genauso sein können, dass ich lüge. Allein dieses Dumme, dass du so lange ausgehalten hast, um nicht zu sagen, wer Andi ist, das ist einfach... Wenn du gewusst hättest, Bissel, dass ich Fascho bist, hättest du sofort gesagt. Wenn nein, ich du wollte weißt, wissen, dass, was passiert. Wenn du weißt, dass ich liberal bin, kann ich verstehen. Okay, das halte ich erstmal geheim. Aber wenn du gewusst hättest, dass ich Fascho bin, hättest du sofort gesagt. Und das macht nur Sinn, wenn du Fascho bist. Die andere Frage ist natürlich jetzt gefährlich, weil ich frage jetzt hier bei 4 Leuten und einer davon ist Fascho. Also Christoph, ich, Seidel und Fresh, einer von uns vieren ist Fascho und ich bin es nicht und ich glaube auf keinen Fall, dass es Christoph ist. Das heißt, im Endeffekt... Er hat gerade 2 rote, weil... Ja, weil ich 3 rote gezogen habe. Aber Christoph hat vorher, glaube ich, eine blaue... Ich habe ja auch von einer blauen gezogen. Ich glaube, das... Also, ja, es ist schwer. Ich glaube, ich... Ich würde jetzt aber mal die Runde weitergehen. Wer jetzt noch... Ich würde das, ne? Glaube ich auch. Lasst euch so leicht betrayen von einem fucking... Ja, kann sein. Fascho. Aber ja, warum, das ist so dumm, warum macht er das Alter, so offensiv? Ich sag's halt noch extra, weißt du? Ich würde auch mal Andi ist ja endlich auch schon so in den Arsch gekommen. Also irgendwas... Halt ich weiß es nicht. Ich glaube halt immer noch, dass beides sind, aber ich glaube, das Bissel hinter ist. Das spielt sich halt so künstlich auf, ist halt unglaublich. Okay, warte mal. Merlin, ist deine Entscheidung. Baller mich. Ich, bitte, ich glaube, das Bissl, ich würde Bissel abschießen, weil ich glaube, dass Bissel Hitler ist. Ja, ich bin nicht ich Hitler. Glaube, ich würde Bissel auch fragen. Okay, Rico. Aber irgendeinen müssen wir entscheiden. Aber Rico kannst du ich nicht weiß trauen. Es nicht. Du kannst Rico entweder nicht trauen. Also, ja, oder Merlin nicht. Du kannst einen von uns dreien nicht trauen, ja, ja. Einen von uns dreien kannst du nicht trauen. Also ich weiß es nicht. Von euch 4. Ja, er nicht eingeschlossen. Also wenn dann Rico nicht trauen, mir nicht trauen, weil ich entglaube, dass er liberal ist, würde ich jetzt auch ein bisschen schätzen. Also ich würde ein bisschen wegballern. Entweder dann ist es oder ist es nicht so. Das ich glaube nämlich, dass... Ich glaube nämlich, dass... Oh, na gut. Das war's. Für wen? Ja, für Bissel. Ja, es ist trotzdem jetzt gefährlich, ne, Leute? Ja, ja. Entweder haben wir jetzt verloren oder wir haben gewonnen. Eins von beiden ist einfach so. Tja, ist halt so. Boah, Andi, Alter, wenn du lügst, ne? Alter, nein, ich lüge nicht. Ich fick deinen Anus. Ich zieh dich aus meinem Arsch wieder raus und dann fick ich deinen. Ja, kannst du gerne machen, wenn ich lüge. So, wer ist frei? Ich könnte Kanzler werden. Okay, Rico, du hast keinen wir stimmen nicht. Nein, wir müssen einen stimmen, sonst kann Rico einen erschießen. Genau. Und das ist Mensch. Ja, und dann ist Andi dran. Ja, dann bist du dran. Dann wollt ihr eine Random-Karte kommen lassen, oder was? Das ist noch schlimmer als jetzt kommt doch erst ich bin das Schlimmste, ich bin Teufel. Ja, bei mir macht er nein, bei Andi macht er nein, bei Lou macht er nein. Dann kommt eine Random. Nein, nein, nein. Deshalb müsst ihr bei mir die Präsidentschaft durchgehen lassen. Ja, nee. Doch. Denk doch mal, Lou. Die Sache ist tendenziell Fascho. Ja, dann wählt doch mich, wenn... Ich hab doch immer den tollen Plan, wir wählen safe einen Fascho, der kann nicht Hitler sein. Wir haben ja jetzt gerade Andi das Vertrauen geschenkt, indem wir ein bisschen gemacht haben, deswegen müssen wir Andi durchgehen lassen. Ja, was heißt denn Vertrauen geschenkt? Ja, du hast gerade noch mit Merlin zusammen gesagt, ja, die könnten auch beide Faschos gewesen sein und sich gegenseitig aufhetzen. Das glaube ich immer. Also gerade eben hast du noch gesagt, Merlin, warum glaubst du das? Weil jetzt passen würde das erste noch zurückgehalten, hat, weil du Hitler bist. Er hat es zurückgehalten, weil ich liberal war. Nee, deshalb hat er es zurückgehalten. Das kann natürlich genauso sein, aber es kann auch sein, dass du Hitler warst und er ist deshalb zurückgehalten. Aber wenn wir eine Random-Karte legen, ne, dann wird der Schuss außer Kraft gesetzt. Also eine Random-Karte bei nur 2 Blauen. Aber was sollen wir machen? Ja, mich bei mir die Präsidentschaft durchgehen lassen. Ja, wen würdest du als Kanzler? Ja, ich glaube, dass Anni Hitler das würde ich nicht machen, so blöd. Ja, der will zum Kanzler machen oder Merlin oder Chillo. Ich glaube, euch dreien ist liberal sein. Ja, die Sache ist dann dann können wir. Aber End könnte Hitler sein. Eben, End könnte Hitler sein. Ja, glaube ich aber nicht. Okay, ich könnte Hitler sein, das ist richtig. Ich glaube, dass Anni Hitler ist, deshalb würde ich dem vielleicht sogar die Präsidentschaft durchgehen lassen. Aber dann ist das Problem, dann könnt ihr uns 2 Ja, dann kann er aber 2 Rote. Ach ja, gut, das ist natürlich genauso blöd. Also, aber trotzdem, wäre also, ich auf jeden Fall nein. Einer von uns vier hier unten, ne? Der krückt. Oder Andi und Bissel spielen den übelsten Master. Nein, das hatten wir noch nie gemacht und macht auch keinen Sinn. Ja, dann ist jetzt der Das macht doch Sinn. Das ist doch ein Stift. Wen schlägst du jetzt vor? Rico? Wir können Rico, also aus meiner Sicht kann Rico, ich Rico ja nicht vertrauen. Wenn er schießt, das kann, geht. Könnte also ich würde persönlich entwählen. Aber End könnte Hitler sein. Das heißt aber, Rico, im Umkehrschluss heißt es dann... Ich habe ja auch vorhin schon gesagt, dass ich dir vertrauen würde. Rico, im Umkehrschluss heißt es aber, dass Chillo oder Merlin, einer von beiden lügt. Ja, und das ist nicht der Fall. Einer von beiden muss dann lügen. Anders funktioniert es nicht. Warum jetzt? Wenn Andi und Lou noch
Faschos. Wenn Andi und Lou ja, Faschos sind? Andi und Bissel haben so gegeneinander gewettet. Du glaubst, ja, eben. Dass sie in einem Team waren. Ja, aber deswegen, steht ja gerade noch die Theorie im Raum, dass Bissel ja, aber und Andi zusammen gespielt haben. Die Theorie, glaubt ihr, warum sollten wir beide Faschos sein? Abstruseste. Allein schon, weil Andi das, so komisch reagiert ist, hat. Als das Abstruseste zu glauben. Ja, weil er wirklich geschockt war, dass sein... Also für mich ist mittlerweile, ja, glaube ich, Twitter-Kollege oder Christoph lügt. Ich lüge, ich habe doch nur erst gesagt. Bei Rico könnt ihr doch eh nicht durchgehen lassen. Ich glaube aber Rico mittlerweile, dass er liberal ist. Ich glaube, Christoph oder Merlin lügt. Einer von beiden lügt. Aber ich stempel aber nur als fucking Fascho durch. Und überleg doch mal, Chillo hätte niemals Bissel erschossen, wenn er Fascho gewesen wäre. Er hätte einen Liberal Chillo hätte mich weggeballert. Aber, warte, nee, er könnte trotzdem Bissel weggeballert haben, wenn, dann ist wieder der Umkehrschluss, Bissel war liberal und du bist ein fucking Fascho. Und wenn du ein fucking Fascho bist, kann Christoph auch ein fucking Fascho sein. Gut, das könnte auch sein. Gut, wenn du dachtest, aber aus meiner Sicht ist Chillo liberal. Dann ist aus, wenn das aus deiner Sicht so ist, dann musst du ja den Schluss ziehen, dass Merlin lügt. Oder ich lüge. Nur, halt. Wenn ich glaube, dass Rico liberal ist. Okay, stimmt. Das ist ja die Sache. Boah, Alter, ey. Was ist jetzt gerade so Gehirn? Fucking ja, war, Gehirnspaghetti ja, gerade hier. Ich komme nicht mit euch. End, überleg doch mal, dass Bissel Fascho ist, fußt darauf, dass Lou tendenziell Fascho ist und wollte, dass ich erschossen werde. Ihr müsst das Gesamtkonstrukt sehen. Ich hab nur gesagt, dass ich Bissel mehr glaube. Die andere Frage, Rico, würdest du das durchgelassen, wenn wir Andi die Präsidentschaftswahl geben und mich zum Kanzler machen? Also dir als Kanzler würde ich ja vertrauen, aber Andi... Rico. Glaub's eher nicht. Also, das heißt, du denkst, dass Bissel liberal war. Nee, es muss noch nicht mal sein, dass ihr in einem Team wart, ja. Es kann ja auch sein, dass Bissel einfach liberal war. Ja, dann haben wir eh schon verloren. Ja, und dann glaubst du aber auch, dann haben dass wir verloren, Lou liberal ist, Rico. Oder was? Nee, warum? Weil, ja, nee, sag ich jetzt nicht warum, weil sonst machen die das. Sonst spielen die Faschos das so. Andi, nichts verraten, bitte. Also, wenn Bissel liberal war, haben wir das Game verloren. Also ich würde es jetzt durchgelassen, Rico wählt mich zum Kanzler und dann müssen wir einfach hoffen, dass Rico... Aber der ballert könnte Hitler sein. Ja, und dann kann er halt einen wegballern. So, ja, wir müssen jetzt irgendwo vertrauen. Aber wenn du Hitler bist, ich vertraue aus meiner Perspektive nicht Rico. Ja, irgendwas müssen wir machen. Irgendwas müssen wir jetzt einfach machen. Andi, irgendwie geht's ja an die andere Alternative. Doch, wäre nicht zum spricht Präsidenten. Für mich. Ja, alles spricht für dich, das stimmt schon wieder nicht. Doch, außer ihr glaubt das Schmuseste von allen, was ihr noch nie geglaubt habt. Nein, das wäre das gar nicht, weil wir es gerade davor der Runde sogar noch einmal besprochen haben. Bist du Hitler? Nein, natürlich nicht. Gibt ihm so eine Karte. Was ein Glück. Die Sache ist jetzt wirklich, ob... Okay, wir haben das. Es hängt alles an Crasher, im Endeffekt. Wenn er mich wegballert, wisst ihr, dass er fucking Fascho ist. Aber dann haben wir das Game eh verloren. Und er zieht drei Rote. Ja, aber dann wird er mich ja nicht wegmachen. Ja, dann wird er wahrscheinlich. Ja, wen willst du wegballern? Du oder Andi wahrscheinlich. Oder mich. Gut, naja. Rico hat zwei Rote. So eine größte Scheiße. Rico hat mir zwei Rote gegeben. Na, ich hab drei Rote gezogen. Jetzt müssen wir überlegen. Okay. Also Andi wegzuballern macht keinen Sinn. Warum? Ja, dann. Also, entweder oder Rico, wieso denn nicht? Weil Andi also, nicht in ich finde schon. Also, das macht entweder. Das macht keinen Sinn. Ja, ihr habt das vorhin schon überlegt, ob ihr Andi oder Bissel wegknallen sollt. Und jetzt macht es auf einmal keinen Sinn mehr. Ja, weil es ja, da weil schon Schwachsinn war. Weil die nicht in einem Team sind, aber da wir jetzt den einen eliminiert haben, müssen wir auf den anderen vertrauen, sonst schießen wir uns so selber ins Knie. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aus Rico, aus deiner Sicht will ich entweder Lou wegballern oder Seidel. Und damit übernimmt End jetzt die Verantwortung, dann bin ich raus. Ja, aber ich würde eher Lou wegballern als Seidel. Ja, weil da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass was er hat Merlin nochmal gemacht? Ich habe nur für die eine blaue da gesorgt, ich glaube die zweite, indem ich da eine blaue und eine rote gegeben habe, wo wir doch darüber diskutiert haben, warum ich die eine blaue weggeworfen habe. Es muss klar sein, dass Andi und Bissel nicht in einem Team sind. Das heißt, in einem Team ist schon mal einer. Und einer von uns vier. Ja, das war mir nicht so klar. Deshalb übernimmt die Entity die Verantwortung. Da gehe ich da gerne mit, aber ich. Moralisch vertrete ich das nicht. Aus deiner Sicht würde ich so argumentieren. Ja, aber. Weil Seidel 100% nicht Hitler ist. Ich will den Lou wegballern, weil wir vier schon nicht Hitler sind. Das heißt, entweder ist Andi Hitler oder es ist Lou. Ach nee. Und deswegen will ich Lou wegballern. Hä, aber warum ich? Warum soll ich Hitler weil sein? Weil ich Andi vertrauen muss, weil ich vorher gegen Bissel gespielt habe. Alles andere macht keinen Sinn. Du hast gleich beim ersten Zug gesagt, ich bin safe Fascho. Denkst du, ich bin aber so Bissel hat doch von Lou drei Rote bekommen, oder nicht?
Ja. Bissel hat von Lu? Ich hab von, Lu hat von Bissel, so rum. Ach, so rum. Ja, ich hab von Bissel zwei rote bekommen und dann habe ich auch zwei rote weiter. Aber das ist doch völlig egal, was da passiert ist. Wir müssen noch so spielen. Also von uns finden es kein netter. Wir haben jetzt eine 50% Chance, dass wir das Spiel direkt beenden. Oder wir verlieren. Das ist es. Und da Rico, wir gegen Bissel waren, müssen wir ja für Andi spielen. Das heißt, genau, es macht doch jetzt nicht Sinn, mich jetzt wegzuballern. Wenn Bissel liberal gewesen ist. Jetzt mal, wenn Bissel liberal gewesen ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Rico, wenn Bissel liberal gewesen ist, haben wir eh schon verloren. Dann ist eh vorbei. Ich weiß ja nicht. Ich glaube nämlich eher, dass du eher Faschist bist, Andi. Ich weiß nicht warum, aber. Warum das war? Es gibt. Du spielst nach Schwachsinn. Baller Lu jetzt weg, Alter, sonst bist du für mich ein Fascho. Das Abstruseste zu glauben. Du musst immer von der höchsten Wahrscheinlichkeit ausgehen. Auch wenn Andi mir wieder einen Arsch kriegt und das finde ich überhaupt nicht gut, aber ich glaube, ich muss darauf vertrauen, weil ich... Kann natürlich auch Ent und Andi jetzt zusammen sein, weil irgendwas muss jetzt machen. Ja, du hast... Nee, ich kann ja nicht Hitler sein. Ja, du kannst immer noch Fascho sein. Ich bin ja immer noch ziemlich sicher, dass Andi Hitler ist. Warum denn? Du hast ja dann dafür... Weil ich halt immer noch eigentlich... Dachte ich ja noch, dass Bissel Hitler ist, aber da er es ja nicht ist und das passt auch mehr zusammen, dass Andi dann so überrascht war. Andi wusste ja nicht, ob Bissel Fascho ist oder nicht. Deshalb hat er es auch erstmal zurückgehalten, weil er Hitler natürlich nicht verraten wollte. Ich war überrascht. Und deshalb hat er auch so überrascht reagiert. Deshalb war ich überrascht. So, Rico, da einer von uns viel lügt. Rico muss jetzt und da Seidel sich jetzt gegen Andi verschworen hat, will ich noch mehr für Lu tendieren, den abzuschießen. Das ist meine Meinung. Entweder ist Lu Hitler, dann haben wir gewonnen. Wenn Lu nicht Hitler ist, haben wir das Spiel eh verloren. Ich habe mich nicht gegen Andi verstanden. Ich habe nur gesagt, was noch sein kann. Wiederhol das nochmal gerade. Obwohl, stimmt, ja. Einer von uns Vieren hier unten lügt. Ja. Ja. Das ist doch safe. Ja. So, und Seidel hat sich gerade gegen Andi ausgesprochen. Und da wir uns schon einmal für Andi entschieden haben. Ich habe eigentlich nur gesagt, dass es so sein kann, ne? Ja, aber okay. Den Weg würde ich halt nicht gehen, dass wir dann auf jeden Fall ich verstehe halt nicht diesen Gedanken. Also es ist doch logisch. Wenn wir du schließt es ja komplett aus, dass sie in einem Team sein könnten. Ja, das, ich glaube, ja gut, ja, dann würde ich jetzt deiner Flagge folgen, aber wenn wir deshalb verlieren, würde ich nicht moralisch hinterstehen. Du bist nicht klar, wir haben verloren. So einfach ist das Spiel. Ja. Sie könnte ja trotzdem noch verloren haben. Wenn ihr mich erschießt. Was, wenn wir dich erschießen? Rico. Wenn du nicht Hitler bist, haben wir schon nur einfach Lu. Ich bin mir... Das ist so meine Scheiße. Mach es einfach. Wieso hast du dann gegen Bissel gestimmt am Anfang? Das macht ja keinen Sinn. Oder glaubst du wirklich, dass sie beiden in einem Team gespielt haben? Das glaube ich nicht. Weißt du, warum Rico vielleicht so lange überlegt? Weil er selber Fascho ist. Genau. Ja, das kann auch sein. Weil er selber Fascho ist, natürlich. Diskutieren würde er ja nicht überlegen, also, würde er ja einfach ehrlich, das machen, was für ein. Ich glaube inzwischen auch schon, dass Ant und Andi das sind, weil sie so gegen Crusher stichen zusammen. Ich glaube aber, dass einer von den. Ich glaube aber eher, dass einer von den beiden nur Faschist ist und. Es ist ja völlig, wir alle vier. Du hast eine 50% Chance, den Hitler wegzuballern. Was überlegst du da? Wieso? Mit wem hat er jetzt eine 50% Chance? Ich glaube, Ant will ein Liberal loswerden. Ach stimmt, der das macht. Ich will Liberal, ja. Du sagst auch mal was? Das macht überhaupt keinen Sinn, wie ich gespielt habe. Ja, ey. Das macht überhaupt keinen Sinn, Lu, sorry, ey. Also Rico, wenn du nicht Fascho bist, machst du Lu weg, fertig. Das ist meine Meinung. Wir haben uns einmal für Andi entschieden und wir können uns jetzt nicht einfach dagegen wieder entscheiden. Ich habe mich nicht für Andi entschieden. Aber du hast auch nicht gesagt, dass du gegen, dass du... Also Rico, ist es eigentlich... Ich glaube eher, dass einer von beiden liberal ist. Also Rico, ist es eigentlich letztendlich deine Entscheidung. Ja, ich bin liberal. Mach jetzt aber irgendwas, Rico. Es ist deine Entscheidung, du musst das machen. Just do it. Also wenn Rico mich erschießt, geht bitte davon aus, dass Rico Fascho ist. Dann haben wir eh verloren. Warum? Dann ist Bissel ein... Weil dann viel mehr Fascho sind als Liberale am Tisch. Dann haben wir eh verloren. Also glaubst du ja jetzt, dass Bissel liberal ist? Gewesen ist. Nee, wieso das denn? Bissel ist Fascho. Warum sind denn da mehr Faschos am Tisch? Sind noch zwei Faschos und drei Liberale da, wenn Rico mich abballern soll. Ja. Bissel, die sich immer zusammenziehen, Andi ne? Bissel ist Fascho, Schon Lu ist Fascho. Oder beziehungsweise Hitler. Das heißt, es gibt noch einen Fascho. Ja, das ist halt und die Möglichkeit ist für mich momentan, dass Seidel ist der Fascho oder du bist halt der Fascho, weil du dich nicht entscheiden kannst. Aber ich vertraue dir, deswegen hoffe ich einfach, dass Seidel ein fucking Fascho ist und deswegen will ich Lu wegballern. Also du glaubst, dass Bissel, Lu und Seidel Fascho sind? Ja. Es wäre natürlich lustig, wenn du jetzt einfach Fascho bist. Und ganz ehrlich, wenn du Fascho bist, dann schieß einfach einen weg, weil dann braucht man die Runde nicht unnötig in die Länge ziehen. Hä, Rico, nein, warum? Dann ja, wenn er Fascho ist, haben wir eh verloren. Warum?
Weil er warum denn? Liberalen ballert und wir dann nur noch zwei Liberale warum? Sind. Nein! Dann, nein, dann ist Bissel ein Fascho weg und sagen wir mal, ich dann ein würdest Liberaler du ja jetzt behaupten, dann ist dass es Bissel wieder liberal Abstandssituation. Da haben wir zwei Faschos und drei Liberale. Ist nichts verloren. Ach, du hast vollkommen recht. Nee, doch, dann ist unentschieden. Ja, aber es ist immer nichts verloren. Dann haben wir verloren, Andi. Weil 3 gegen 3, du weißt genau, wie aber das aussieht. Aber es sind doch nicht 3 gegen 3. Natürlich sind es dann 3 gegen 3. Was du, ist dann glaubst 7? Du aber, dass Bissel jetzt liberal ist. Nein! 7 minus 2 ist doch 5, ihr Depp. Ja, 7 minus 2 ist 5. Dann sind 2 Faschos und 3 Liberale da. Wenn Rico jetzt einen Liberalen abknallt. Ach, du hast vollkommen recht. Ja. Gott. Also für mich jetzt ist Endfascho. Ja, ich glaube, entweder Andi, Bissel und Lu oder Andi, Bissel und M. Das ist meine Vermutung. Nee, Vermutung, nein, Vermutung. Ich meine das so, dass wir haben eh schon verloren. Weil, warum? Ja, weil jetzt... Geht das schon wieder los? Hört doch mal zu. Jetzt steht's, entweder steht es 4 gegen 2. Aber wenn Crasher ein fucking Fascho ist, wird der niemals einen Fascho-Kollegen wegballern. Das heißt... Ja, dann wird er einen Liberalen abballern. Jo. Aber dann steht's trotzdem leichter, wenn er überhaupt irgendwas machen würde. Das wäre ja, schön. Aber ja. Rico geht anscheinend vom Unwahrscheinlichsten aus. Ich will Lou weg, aber... Ja, das macht auch Sinn. Ach stimmt, ich hey, wenn ich... Ist aber lustig, dass Bissel sich gemütet hat. Wahrscheinlich lacht er sich Lot, schlapp. Boah, bin ich am... Weil Andi Hitler ist. Nein! Doch, also lacht er sich und deshalb jubelt er sich. Weil er sich freut, dass Rico vielleicht mich abballade. Ja, auf jeden Fall, er sitzt da und... Klatscht gerade Rico an, oder was? Entweder denkt Rico so, wirklich drüber nach, oder er lacht sich einfach ins Fäustchen. Ja, ich lach hier. Ohne Ende. Du lachst gerne mal einfach im Stich. Ja. Bei Formel 1 hast du dir auch einen abgegeiert. Ja, da habe ich mir natürlich auch... hast. Schon wieder. Hör jetzt auf mit dieser... Ja, schieß Ende ab. Nein. Die Theorie hält sich so hartnäckig, dass Rico mogelt, ne? Warum? Nee. Also ich finde so hartnäckig. Ist ein Fünkchen Wahrheit dran. Auch an dem, das ja schon ja, an dem Mario Party Gerücht ist auf jeden Fall ein Fünkchen Wahrheit dran. Doch, nicht. Guck, und in der ja, bei Mario Party, ja, ihr wisst doch nicht mal, wo es war. Doch. Wo bei Mario Party? Wir kommen hier in der Mario Party. Party. Ja, das also, Rico, seht ihr das Ganze hier wieder lang, Rico? Ja. Es gibt nur Lou oder ich. Und die Tendenz spricht gegen Lou. Ja, mach einfach irgendwas. Schieß einfach irgendwas ab. Und wenn er dich selber abschießt, ja? Ich schieß dich ab. Ja, das geht, glaube ich. Das macht. Es macht doch keinen anderen Sinn, außer Andi oder Lu zu nehmen, weil dann ist zu 50% ist das Spiel vorbei. Ja, und wenn er einen von denen hat, dann wird der Hitler auf jeden Fall Präsident. Und danach wissen wir doch, der andere wäre Präsident. Kannst du nicht einfach nochmal auf Bissels Leiche schießen? Wir wissen auf jeden Fall, wer Hitler ist. Wir wissen doch sofort, wer Hitler ist. Und dann können wir den. Und der ist dann auch Präsident. Ja, uns stimmen wir nein. Who cares? Ich bin dafür, Crasher schießt auf Bissel, um sicher zu gehen, dass er wirklich tot ist. Bissel, hört man dich noch atmen? Ja. Also ganz ehrlich, ich würde Lou wegmachen, ganz einfach. Ja, das hast du schon ziemlich oft gesagt. Ja, aber das ja. Fragst du dich den erzählen. Was Rico da überlegt, großartig. Du mach Lou jetzt weg, fertig. Das ist schon ziemlich aggressiv, was sie mir macht. Ich will nichts Falsches machen. Ja, wir müssen uns jetzt entscheiden. Ja, und da wir uns am Anfang für Andi entschieden haben, müssen wir jetzt gegen Lou wettern. Macht doch keinen anderen Sinn. Die sind doch ein Dreieck hier, die... Ja. Bundy End. Ja. Bundy End. Bundy End. Bundy End. Ey, Bundy. Ey, Bundy End. Ich hab schon meine Hände in der Hose. Also, Nico, was ist denn dein Gedankengang? Was? Ja, der geht doch immer nach Hause, setzt sich auf die Couch und... Ja. Ne? Und warum hast du... Nico? Hä? Ja? Was ist denn dein Gedankengang? Warum überlegst du jetzt? Der geht dir gleich in die Küche und hat mal irgendwas zu essen. Oder? Ich esse Cornflakes mit Milch. Einfach ich weiß halt nicht. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass einer von beiden liberal ist, aber ich weiß nicht, ja, wer. Ja, einer von beiden ist doch liberal. Ich? Ja, weil, ach, ja natürlich sagen beide ich. Ich auch. Aber das ist doch, wenn du den einen wegballerst, wissen wir, wer der andere, wer Hitler ist. Oder wir gewinnen. Boah. Baller jetzt Scheiße. Lou weg, mein Gott. Ja, baller jetzt Andi weg, komm. Hey Rico, du überlebst doch echt zu lange, weil du Fascho bist lange, hab ich das Gefühl, oder was? Jetzt baller Lou weg und gut ist, ey, mein Gott, ey. Das Spiel wäre jetzt schon vorbei. Nee. Ja. Andi, bist du Hitler? Nein! Wer könnte da wohl Hitler sein? Ich weiß Rico, es nicht. Rico, ganz ehrlich, wie dumm ist das? Ich hab doch gesagt, ich. Vor allen Dingen, ja, ich hab die ganze Zeit gewartet, dass irgendjemand den Vorschlag macht. Ey, komm, wir wählen den Safe Fascho zum Präsident. Warum hab ich das am Anfang gemacht? Ich hätte niemals im ganzen Leben nicht gewählt. Es ist doch,
Rico, ganz ehrlich, bist du Fascho oder was, Alter? Nee! Du fliegst aber vom Kanal, ey! Ich glaub, so dumm kann man nicht sein! Ist das geil? Warum denn nicht? Weil es gab eine 50-50 Chance, nein, hast du selber gesagt. Aber wir haben uns für Andi schon entschieden gehabt. Komm, ja, du hast dich für Andi entschieden. Ey, komm, nicht. Komm, Crasher, ey, dafür hast du. Aber den hast das war doch letztes Mal schon hier. So, dass wenn Andi irgendwas entscheidet, dann stimmt das auch für alle. Das geht nicht. Das hatten wir schon mal die Diskussion. Ach so, stimmt. Der ist Präsident. Komm hier dann. Völlig egal, wir wählen alle mit Nein. Ist du kannst eigentlich nur mich oder Christoph, oder? Ey, schaffst du es für dich selbst, mit Nein zu wählen, Ed? Ja, natürlich wähle ich für mich. Nein. Also, wenn wir das verlieren, dann... Ich bin nicht Präsident. Wer war das hier als letztes? Das also, Christoph, wir wählen mit Nein, ne? Entweder Kanzler. Das geht nicht, dann musst du mich oder Christoph nehmen. Ich war nicht Kanzler. Doch. Du hast die Karte hier gelegt. Natürlich warst du gerade Kanzler. Du warst Kanzler. Kanzler. Stimmt, du hast mich also, jetzt leg das doch einfach irgendwo hin, müssen wir eh hitten. Och man. Mich, das ist doch scheißegal. Louis Hitler safe, da müssen wir mit Nein stimmen, ist doch klar. Oh, und das Zeilen ist ja schon, weil Zeilen lernen. Ja, das war die falsche. Das Zeilen ist doch safe. So, jetzt geht der eine hier vor. Vor allem sonst kommt immer das Argument, ja, wir machen den safe Fascho zum Präsident, zum Kanzler. Und Lou, Alter, laber nicht so eine Scheiße. Nur deswegen habe ich mich safe Fascho gemacht, weil ich darauf gehofft habe, dass irgendeiner von euch so diese dumme... Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dass du safe, dass du Hitler bist. So, wir stimmen alle mit Nein, natürlich. Was? Ja, Zeidel ist doch der andere Fascho noch. Nein, hä, was machst du denn jetzt? Es geht doch gar nicht anders. Ich bin... willst du mich verarschen? So, Christoph, überlegt. Wieso geht das jetzt nicht anders? Wieso geht das jetzt nicht anders? Ja, entweder, wer soll denn sonst noch der Fascho sein? Merlin war auf dem... Hä? War du ist einer? Ja, und? Die beiden. Andi war keiner. End. Safe, Andi war kein Fascho. Warum denn nicht? Weil dann wird nicht mich gleich. Weil es nicht aufgeht. Ja, Merlin war doch die ganze Zeit schon der Meinung, dass sie beide Fascho waren. Ja, Alter. Also, ich weiß, dass ich nicht Fascho bin, deshalb bin ich gerade verwirrt. Stock im Arsch und der ist bis zum Gehirn hoch. So, wählt mit. Guck, und da er mit Ja wählt. Einfach nur dumm. Es wäre lustig, wenn's, wenn ja, wieso, ich jetzt bin wirklich liberal Christoph, war. Also wenn Christoph jetzt der Arsch ist, dann... Falscher. Ach ja, stimmt. Wär, ja, ich hab noch nicht geguckt. Ich würde es lustig also, finden, wenn ein bisschen noch, liberal war. Ja, ohne Spaß, wir haben 30 Minuten immer eine Fuck-Sache geredet, ja? Ich bin auch voll durch, weil ich war jetzt auch noch wieder beschädigt. Boah, Alter, Anja, es tut mir echt leid, aber ich hab alles getan. Die Runde ist genial. Die Runde ist dumm. Die ist einfach nur dumm. Rico ist Fascho am Ende, ne? Endlich wurden alle, Rico, bist du Fascho? Komm, es ist doch... Nee. Da ist jemand auf Nummer sicher gegangen, indem ich zwei fucking Blau ihm gegeben habe und eine rote weggelegt habe. Okay, zurück, dann weiß ich, dass Rico Fascho ist. Werd hier den Stock sonst so, mein Freund. Ach, scheiße. Ja, ich hab gesagt, einer hat ach, Seidel, du hast mich enttäuscht. Ich dachte, du wärst mein Kollege. Also im Endeffekt heißt es doch, dass Rico der Fascho ist. Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber können wir das jetzt nicht umspielen irgendwie? Ja, wir spielen uns drei hier zusammen. Geht nicht, ja, das geht aber gerade nicht, mein Freund. Ja, wir stehen einfach mit einer. Der muss nur noch mich zurück. Wählen. Nee, der muss zurück. So, du kannst jetzt aber nur noch mich wählen. Ja, und dann stimmen wir mit Nein. Dann kommt irgendwann eine Random Card, das würde ich auch nicht können. Wieso? So, ja, Random Card. Stimmt. Ah ja, stimmt. Dann kannst du so, ich stimme jetzt alle mit Nein und fertig. Ja, Rico, Alter, das ist so schlecht, ey. Warum? Warum ist das schlecht? Hör auf, das jetzt auch noch aufrecht zu halten. Aha. Mhm. Zur Not, wenn dir eine rote kommt, können wir ja Dings, ne? Können wir ja... Veto, ja. Also, was muss ich jetzt machen? Ja, ne? Mit Ja, stimmt, genau. So Alter, durch, ey. Wenn das so durch. Ey, wer ist jetzt Präsident? Ich bin Präsident. Christoph. Ich bin immer noch das... Die Blisk. Es kann nur dann Rico noch sein. Und Rico, du bist aufgeflogen, sorry, aber es macht überhaupt keinen Sinn mehr, du kannst machen, was du willst. Ich bin doch nicht aufgeflogen. Rico, du bist aufgeflogen. Ich bin liberal. Nein, kannst du nicht sein. Ich glaub... Rico, du kannst nicht mehr liberal sein. Ich kann immer sagen, dass Christoph gar nicht. Nein, Christoph. Fascho ist. Das, Alter, wenn, ich hab ihm gerade zwei Power gegeben. Ne? Sorry, aber Christoph, dann Respekt. Ja, was heißt Masterplan? Er hat gar nichts gemacht. Ja, okay, das stimmt. Ich bin Ends Instrument. Ja, gerade schon. Wunderbar, läuft doch alles perfekt. Ihr habt zwei Liberale abgeknallt, wir spielen nur mit euch. Doch, ich immer noch nicht das. Jetzt ist Crasher, Fascho ist das, glaube ich. Crasher ist zufällig jetzt Präsident und da stimmen wir natürlich rein zufällig mit Nein. Willst du zufällig Lou oder willst du es nicht ganz so auffällig machen? Nee, Lou will ich nicht wählen. Ich würde gern dich wählen, aber nee, du willst fällst mir immer in den Rücken. Na, dann kannst du ja nur noch Seidel wählen. Dann kannst du ja nur mich nehmen. Ja, dann wählen wir trotzdem mit Nein.
Warum? Weil er Präsident ja, okay, ist. Ja, stimmt. Ja. Ich bin das unter uns frei aus. Ich bin immer noch, ja, ja, ich folge dem Plan, aber ich glaube immer noch, dass Crusher nicht Fascho ist. Da müsste entweder er oder die beiden. Er oder die beiden. Komm schon. Aber dann hat Christoph das nicht so gespielt. Warte, ich bin schon voll verwirrt. Du darfst mal nicht zurücknehmen. Ja, und ich hab die gleiche Karte wieder raus. Zurückwechseln. Er nimmt's ja gerade auf. Das darf man nicht zurücknehmen. Was liegt, das liegt. Er nimmt's ja gerade auf. Wenn er gelogen hat, dann darf er sich 80 Jahre lang. Soll ich dir das im Chat raussuchen, im Protokoll oder was? Was denn? Soll ich einfach mal umdrehen? Oh, guck mal! Zufällig mit ja! Na ja, ganz zufällig, dass ich Merlin gewählt habe und nur auch will, dass er ja gewählt wird. Verstehe ich nicht. So, er ist Kanzler, der geht einen vor, dann sagen wir wieder nein. Ich kann ja... Nee, warte mal. Ich kann das so oder so machen. Nicht? Ich wurscht, mach wie du willst, wir sagen nein. Ja, lass ich stehen. Muss ich nicht so eine Bewegung machen? Warte, es geht nicht auf. So geht's nicht auf. Und wir beide haben die Schilder davor. Merlin ja, und wir können auch Zeile zum Kanzler machen. Ja, stimmt. Da kommt vorher eine Random-Karte. Warte, was macht er jetzt? Merlin kann gleich nur Rico oder Lu wählen. Dann nehme ich Rico und sag ja und hoffe, dass ich zwei blaue bekomme. Ja, ihr müsst nicht wählen, dann habt ihr gewonnen. Na, dann wähle ich gleich Rico, wir sagen alle ja und dann hoffe ich, dass ich zwei blaue bekomme. Oder wir lassen, ja, ja. Ist besser als Random, glaube ich. Wenn wir. Aber das war, ja, okay, da bin ich. Aber wir sollten. Das ist die Frage, ob Random oder so. Sollen. Wobei. Ist das... Ah, nee, ist schon gut. Oder Rico ist das nicht immer noch... Nein, Rico ist hundertprozentig Fascho. Ja, so muss ich jetzt... Ja. Ich würde ehrlich gesagt sagen, dass ich dann ja, vielleicht zwei ihn blaue ziehe. Kanzler wählen. Das macht ja, ihn! Sinn. Ja, die müssen... Und jetzt das ist, die Frage, ist halt die Frage, wollen wir jetzt random machen oder ob ich zwei blaue ziehe mit Glück. Christoph, wofür bist du? Warte, wie viele Karten sind noch da? Acht. Und davon sind drei blau. Drei blau. Nee, aber ihr dürft eigentlich jetzt nichts mehr sagen, weil das Kanzlerschild schon steht. Wir haben immer das so stimmt nicht. Ich du hab bist die tot. Regeln übersetzt. Davon steht nichts. Hab die Regeln übersetzt. Ja. Zeig dir den Satz in den Regelmodus. Aber du bist tot. Ja, aber nicht. Ich würde immer noch auf Ja gehen, weil ich immer noch irgendwie fies aber hatten wir erst auf Ja sagt, dann gehen wir auf Ja. Hatten wir erst zwei Fails? Hatten wir nicht schon drei? Nein. Was laberst du? Ja, hier bei den. Ja, jetzt ist die Entscheidung. Wir hätten da gerade geklatscht. Oh, oh. Bissel, du bist fucking Fascho gewesen, ne? Er ist immer noch gut. Es geht durch. Es ist jetzt entschieden, komm, sag. Lass doch zu Ende spielen. Jetzt. Nein, lass doch mal zu das Ende Spiel spielen. Das Spiel ist durch! Jetzt lass erst die Karte aufdecken, jetzt, dann kannst du immer noch fragen. Wir haben verloren, oder? Seidel? Er darf nicht sagen. Sag doch jetzt noch nix, Mensch. Seidel, bitte. Erhalte die Spannung. Wow, voll die Spannung, ey. So, Rote kommt, wir haben verloren. Boah, ich hab so Angst. Ja, ja, stimmt. Ey, ja, gut. Ey, wisst ihr was? Ich war Hitler. Oh. Ja. Und wisst ihr was? Ich war liberal. Ich hatte so eine Angst, ey. Ey, laber doch kein Bullshit. Laber doch kein Mist. Oh. Ja, gut, das stimmt. Ich wusste, ich will nicht erschießen. Also, Lu natürlich nicht, klar, aber... Ich nicht deinen Hitler erschießt. Meinen Hitler. Ihr habt halt unnötig mein Feuer angezogen. Ich wollte schon. Ja, es tut mir leid. So, vielen Dank fürs Zusammen. Zusammen. Ja, es war eine schöne Runde. Tschüss. War eine schöne Runde. Nee, war es nicht.